Ich liebe dieses Spiel, ich mir. Ja, aber genau das macht den Kindern und dann sagen sie, okay, ich trinke nie wieder. Okay, mit Drogen sollte man das jetzt besser nicht machen. Ich komme eh nie dran. Ja, also bei uns kommt es eigentlich leicht dran. Ich habe immer die ganzen Türsteher gekannt. Ich habe, glaube ich, schon mit 14 bin ich ausgegangen das erste Mal. Zitat Mutti, auch weg. Weil ich finde immer, wenn jemand zu mir sagt, du das nicht, dann tue ich das zu 100%. Weil, wenn jemand sagt, geh nicht durch diese Tür, dann gehe ich durch diese verdammte Scheißtür. Wenn ihr mir jetzt sagt, geh nicht durch diese Scheißtür, denn nächstes Mal da sind Zombies, ich gehe durch die scheiß verdammte Tür, Leute. Ich will das selber schauen. Kind, lass die Finger vom Alkohol und dann musst du gemütlich von deinem Bier trinken. Nee, also du müsstest so richtig dreckig machen, dass das Kind sagt, boah, ey, das will ich mir nicht machen. Du Probleme hast, knapp dir eine Freundin so auf. Ja, das Rolling kenne ich, das kann ich auch. Ich sag ja immer, Alkoholiker haben es immer da, das Alkohol, nie versteckt. Ich gehe nicht durch die Scheißtür. Ja, es ist so bei mir, echt. Mein Pet ist eine Frau? Ja, Jens, wusste. Und Daddy kommt in Baumstelle. Nein, 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 nicht beißen, du Schwein da. Ja, fuck you. Und Daddy kommt dann so, bam, bam, Schelle. Bam, bam, Schelle. Weißt du nicht, was eine Schelle ist? So, bam. Oh, Jens wusste das echt nicht. Oh mein Gott. Er hat ja gesagt, hat ja den Namen von Patty gesagt. Hi. Darf ich mich vorstellen? Ich weiß ihn ja auch schon. Ich habe sie schon mal auch gesehen. Sie hatte mal bei Twitter dazu mal als allererstes Bild sich drin. Ich weiß, wie sie auch schon. Was? Mein Name ist Ektarina Kari, die Erste. Der ist nicht schlecht. Mit meinem Namen kann man nur Scheiße aufführen. Das ist eben das Problem. Deswegen sage ich solche lustigen Namen nicht. Ach Jens, ich dachte, du weißt das. Ich möchte nämlich durch die Zombies gehen. Mir reicht's. Ich möchte hier durch. Wenn ich hier durch will, will ich hier durch. Auch wenn ihr sagt, nein, ich gehe hier durch. Santa Maria. Warum kann man mir die ganze Zeit die. Toll. Was los? Aktuell in Russland. Was? Aktuell in Russland Ektarina und in Deutschland Karina. Eine Frau. Ja, genau, sie heißt Karina, das weiß ich schon. Das wusste ich, ne? Nein, 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 nein. Oh ja, nimm mich. Alter! Santa Maria ist noch. Es ist noch Sand in Maria. Sand in Maria. Ekaterina ist ein. Alle. Ekaterina. Ich. Scheiße, das rede ich nur Scheiße, ey. Ja, die Karina ist noch da. Warum? Du komm. Du kannst uns einfach auf die Liste da drücken, dann kannst du auch zuschauen, wer alles zusieht. Once again, step into the world of survival horror. Ja, okay, ich gehe nicht mehr durch die Zombies. Ich muss da so ein scheiß Kraut finden. Wie Nektarine. Oder so. Nee. Nicht. Nein, ich hab's gelesen jetzt erst. Es heißt Ekaterina. Ist das so, Simon, sagen wir, ob es richtig spricht. Ekaterina. Hat aber gedacht, dass man das E betonen muss bei ihrem Namen. geh mal bitte auf Green. Hat gesagt, sie schreiben mir, wenn sie auf. Geh mal bitte auf Green. Hat gesagt, sie schreiben mir, wenn du aufgehst. Ja, so lange mache ich ja heute nicht, aber.
Das kann ich dir versprechen. So lange mache ich heute nicht. Katharina, okay. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich sage jetzt einfach zu dir. Russisch Jens Deutsch. Russisch Jens Deutsch Jens. Nee, Russisch Jens. Nee, das passt nicht. Muss so eine böse Miene ziehen, du. Jens. So irgendwie. Die Russen haben immer so eine böse Miene. Ich nenne dich einfach Katharina. Okay. Ich nenne dich einfach Karina. So. Schaut aus. Jetzt komme ich hier noch ganz durcheinander. Das E als I benutzt. Ekaterina. Und gleichzeitig E. Moin, Gonzo. Hey, hi. Also nicht E und ich und I gleichzeitig. Also nicht in E und I. Ey, Katharina. Ey, okay. Das ist ein bisschen kompliziert. Alles klar, Gonzo. Ari nennt mich Karin. Karin. Ja, was möchtest du? Kathi, Karin, Katja, Katharina. Es gibt da so viele Namen von deinen Namen, also so viele Abkürzungen. Ja, rennen wir durch die Mauer. Yay. Nennen wir einfach sehr. Schlaft euch das Schulz schon? Nö. Der muss schon sleepen, hä? Ja, alles supi. Freut mich. Kannst du auch nicht schlafen oder was machst du denn so um 13:30 Uhr? Ja, Sam ist ein guter Name. Mich Sam nennen? Wo habe ich dieses blöde Feuer angezündet? Ich weiß nicht mehr. Ich brauchte jetzt echt einen Schulz, weil der Schulz weiß, wie lang oder so. Sam Weiss, die Beherzte. Sam Weiss, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Sam Weiss. Gerade vom Saufen wieder da. Achso. Ja, dann. Ja, dann. Dann verstehe ich das natürlich. Denise, ja, was los? Erteile ihm eine Lektion. Achso. Ich habe gedacht, das mache ich nur mit meinen Kindern. Ja. Geil, auf einmal kommt eine Animation hier. Also einmal einen großen Respekt von Gonzo, dass er um 13:30 Uhr vom Saufen zurückkommt. Ich wünschte immer, ich würde um 13:30 Uhr zurückkommen. Schluss, eigentlich komme ich um 6 Uhr zurück. Ich sage meistens, ja, ich komme um so Ding. Ja. Actually, mein Ex heißt Sam. Echt jetzt? Ja, ich finde. Ah, weil da habe ich diesen Film noch. Ja, das könnte man auch machen. Schnell noch. Hier. Also hier das. Also da sehen wir jetzt nur, wie es. Was halt aus diesem Mensch wird in diesen kurzen Zeiten hier. Ja, ich finde ja Sam schon einen schönen Namen. Mein Ex. Ich finde ja Sam, aber meistens, wenn es meines waren Samantha. Nee, war nur in der Anlage mit der Hausbar, das hält mich nicht so lange aus. Okay, ja, dann, wenn es nur so. Ja, Hausparty sind immer so. Weil Hausparty sind immer so. Entweder sie sind richtig cool. Oder sie waren echt lahm. Meistens sind sie leider lahm. Also, meistens, wenn du so losgehst, so, yeah, die Party wird richtig geil und so, ich gehe jetzt los und so. Und ja, dann kommst du und ja, aber wenn du so losgehst, so, ja, die Hausparty, Mann, ich habe eigentlich keinen Bock, dann wird es die geilste Party. Ich weiß. Ja, komm, Mann, Samantha. Genau, okay, ja. Ich finde, das ist auch ja kein schlechter. Ich finde ja, bei uns zum Beispiel, unser Dialekt ist ja so hart. Zum Beispiel, ich finde Simon einen netten Namen, aber bei uns sagt man Simon oder Sophie. Sophie. Morgen gehe ich in den Walker filmen und danach saufen. Ja, wie soll ich dir eine Lektion erteilen? Auf meine Art. Ja, Walker filmen kommt morgen. Ich mache Party mit Flauschi. Was habe ich morgen? Morgen, ja. Morgen habe ich hier so einen langen Dienst. Nimmst du mich mit? Ja, wir machen Big Party, Community Party.
Wir gehen einfach Community Party, wir gehen alle in den Warcraft Film und dann gehen wir alle saufen. Immer zu große Erwartungen. Morgen treffe ich mich mit allem in einer Freundin. Also bin ich. Jetzt kommt wieder Depri Jens, dass er keine Freunde hat. Immer zu große. Ja, Gonzo, ich sag das Gleiche. Nämlich, ich habe keine Erwartungen. Ich gehe mit so vielen Erwartungen rein. Also gehe ich halt so los. Und vielleicht überrascht. Also, er sollte anscheinend richtig gut sein. Oh mein Gott, sind wir da Zombies? Ich bin die Erste, die kotzt. Ich vertrage nichts. Achso, schau, das hat was gebracht mit dir. Ja, das wär's. Falki streamt, trifft seine Community und alle saufen. Alki ist böse. Aber das ist doch was Gutes. Ja, ich darf euch gar nicht mehr sagen, was wir mit den ganzen Lehrmädchen ausgeführt haben. Und mit den ganzen Lehrlingen und ganzen Schnupperern und so. Die haben mir auch gerade immer ein bisschen Alkohol gegeben. Ja, cool, jetzt war gerade mein Chatty weg. Ein Diamant, ein Rubin, Entschuldigung. Irgendwo habe ich den Rubinmann eingesetzt, aber ich weiß nicht wo mehr. Nun? Ein paar Bier und die Party geht ab. Bin schon ein Jahr getrocknet. Als Betty abfüllen. Also Betty. Ja, genau, der Jens hat ja gesagt, er trinkt. Ich war vor 3-4 Jahren, war ich richtig extrem. Da war ich, glaube ich, 3 Tage hintereinander saufen und so. Und das war echt krass. Das war echt extrem. Das habe ich aber jetzt zur Zeit gelassen, also. Ja, macht. Nein, okay, da ich Patty eingeladen habe, natürlich passe ich auf dich auf, Patty. Ich bringe dich auch nachher. Vielleicht schlafe ich dann eigentlich. Das Lustige ist, ich schlafe von Alkohol gar nicht gut. Also, wie die anderen, wenn sie da in der Kneipe und so schlafen, ich bewundere die immer, ich kann das gar nicht. Aber trifft mich nicht, wenn ihr schläft beim Saufen. Glaubt mir das? Ich habe da schon ein paar Geschichten gemacht. Ja, wenn wir jetzt in 2 Wochen hat. Ah, ja, René, bitte sag nichts von Novorock. Bitte sag mir nichts. Bitte don't tell me. Ich wäre so gerne dort. Aber ich kann mir nicht frei nehmen. Aber vielleicht nächstes Jahr. Aber vielleicht triffst du ein paar Kollegen von mir dort. Leute, ich renne die ganze Zeit rum und quassel nur, aber ich komme einfach von Scheißspiel nicht weiter. Okay, ich habe den Rubin geholt. Ja, ich habe eine Aufgabe erledigt. Ja, ich könnte mal das Ding da reinstecken, ne? Ich gehe mit Denise ins Hotel ziehen. Rau. War das gerade ich oder war das gerade im Spiel? Die Rammstein-Konzert in Berlin. Oh, ihr macht mich. Ich halte die Kamera, Jens. Oh, ihr macht mich alle so neidisch, Leute. Ich habe Rammstein gelesen. Ach, Bimi. Boah, das war dazu mal, wo ich so 14, 15 war, das meine Lieblingsband. So bin ich eigentlich zum Rock auch gekommen, ein bisschen. Jetzt mache ich einen auf dreckigen Pornokameramann. Ja, echt. Ich war jetzt richtig so, what? Ja, da Jens, du kannst. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, ich habe es nichts gesagt, Leute. Ich habe es gar nichts gesagt. Ich sage gar nichts mehr. Vielleicht. Könnte ja sein. Wartet mal, ich probiere das jetzt mal. Vielleicht muss ich ja dieser Statue an Rubin zurückgeben. Das könnte ja sein. Die ganzen Schnäuztücher hier, das sieht ja aus. Du hast ein Ja von Denise. Ich habe gar nichts gehabt. Hab Durst. Oh, ich habe auch Betty Durst. Ich habe alles leer. Leer. Und deswegen hasse ich einfach einkaufen, weil ich eigentlich jeden Tag einkaufen muss, weil ich kaufe mir 2 Säfte und die sind einen Tag fertig. Die Betty und Rammeln. Ich habe nichts gesagt, okay. Ja, eigentlich stimmt das ja. Die Betty hat ja nur gesagt, wir gehen ins Hotelzimmer und danach haben wir die Fantasy spielen lassen oder die Jungs.
Okay, erstmal schicke ich ich Denise intime Fotos auf WhatsApp. Oh mein Gott, ich öffne WhatsApp nicht mehr, glaube ich. Nee, okay. Moment mal, wenn du Durst hast, warum holst du dir denn nichts? Hab noch Wodka. Okay, Gonzo, kannst du mal zu mir kommen? Ich meine, ich hab. Das war jetzt gut, aber ich muss nach Auto fahren, das ist scheiße gerade. Scheiße, dann erwisch mich die Beutel. Dann zieh ich Denise aus. Ja, die Jungs meinen sowieso, dass meine Shorts keine Hose sind, sondern Unterhose. Ich hab noch Wodka, ich hab noch einen Tequila drin und ich hab noch so einen Pellegrino, also so einen Sekt drin. Ich hab Angst im Dunkeln, okay. Sprich mal Wodka mit Mangosaft. Ist das echt gut? Jetzt kommen die Salzburger Tricks. Wisst ihr, dass bei uns in Österreich gibt es diese ganz verschiedenen Weisen, wie wir Alkohol trinken. In Steiermark, ich glaube, es gibt Bier mit Red Bull. Sonst würde ich was trinken. Ja, das war ein Reinfall. Okay, muss ich mal probieren. Es ist saugut. Warte mal. Was habe ich da gekriegt? Nee. Oh Mann, okay. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal runter. Mach das jetzt da. Wie gehe ich nochmal hier runter? Da ist eine Treppe rauf. Und da habe ich eine Treppe. Nein, der geht nicht. Mega Idee. Das muss ich ausprobieren. Schmeckt echt scheiße. Es gibt auch Bier mit Mineralwasser. Ja. Eben, also bei uns in Österreich ist das echt krass, was wir da alles haben. Also nicht das mit dem Bier. Nein, ich glaube nicht, das mit dem Bier ist echt... Oh mein Gott, Jens hat mir ein Foto geschickt. Oh mein Gott! Ich... Ich habe Ari seit Stunden vergessen zu antworten. Oh mein Gott. Patty. Oh nein. Ich habe gerade ein Bild von Jens nackt in den Dunkeln gekriegt. Ja, eigentlich kann man Wodka ja mit alles mischen, ne? Weil eigentlich, aber wie gierig es hineinschaut. Was kann ich überhaupt? Betty, du kannst super tolle Witze machen, ne? Also, du bist meine Witzkönigin. Meine Flachwitzkönigin bist du, ne? Echt, also. Oh, du bist meine Verteidigerin. Also, wenn sie ab und zu so Verteidigerin. Also, ich erinnere mich noch an den ersten Stream, wo ich der Legende auf Zelda gegen den Boss gekämpft habe, Wind Waker. Ja, das war lustig. Ey. Und wie sie diese Antwort, weil der andere hat immer nach meiner Nummer gefragt, und wie der andere kam, wie sie damit dann sagt, nein, das war einfach, das war echt lustig. Ich muss runter. So geil, die Pixel-Grafik hier. Bin mit Ari zusammen in Anstalt, ich folgte ihn und er lacht. Flachwitzkönige, hat sie keine Berge? Doch, die hat ja Berge. Keine Happy Number, ja. Wenn die Betty sagte dann, ja, wie lernt man jemanden kennen? Geh einfach auf Twitch oder irgendwie so hat sie was geschrieben. Das war so awesome. Keine Happy Number, ja, das war der. Das war eine Type, ey. Scheiße, wie komme ich jetzt auf dem Weg runter? Nee, nicht. Oh, nicht diese Scheiße da. Scheiße, ich bin irgendwie falsch gekommen. Wenn ich jetzt so runtergehe. So, diese Treppe muss ich nehmen. Okay, ich muss wieder weg. Nein, ich bin schon wieder falsch gegangen. Ich finde es so geil, wie sich diese Pixel auch irgendwie bewegen, so wie als würde atmen oder so, keine Ahnung. Finde ich irgendwie voll interessant. Genau, how you pick up a girl on Twitch, genau. Ja, den haben wir dann gebannt, weil, naja. Can I have your number? Number? Ich muss da durch.
Ja, echt, der fängt das so nett an, oder? Also fängt auf Englisch und dann fragt er, can I have your number? Dann sage ich, ja, wir müssen sich auch bla 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 kennenlernen, bla 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 bla. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe einen Freund und so. Eigentlich hasse ich ja Resident Evil. Sorry. Ja, ich hasse es zurzeit auch und so. Also ich hasse Liebe. Joke. Ich mag dich, okay? Und die Bett ist abkürzt, also abkürzt Königin. What the fuck? Nee, ganz so, sie hat das ja nur Spaß gemeint. Meine ich ja. Spread your love. Can I have your number? Nee, also, and here we go, würde ich nie meine Nummer geben. Also nie. Also, das ist ja eine Frechheit, dass du fragst. Also, echt jetzt, hey. Hast du ein Bier getrunken oder was? Dann muss ich ja das Projekt auslösen. Also, Betty, deine Nummer will ich jetzt nicht mehr. Oh. Weißt du? Punkt, Punkt, Punkt. Ihr voll traurig. Wie sie mich hasst, lol. So. Nee, jetzt bin ich ins Falsche gegangen. Nein. Nein, ich bin ins Falsche gegangen. Ich weiß nicht, ob ich heute mein neues Projekt heute aufnehmen soll. Wann überlegen. Es ist zum ersten Mal, da will ich deine Nummer und wird gebannt. Er ist zum ersten Mal, da will er deine Nummer. Ja. Er war schon auf, sag ich, das weißt du doch. Sauber, Betty, hast den Chat jetzt down gemacht. It's good to need a Gangster. Ja, der war echt lästig, Leute. Also nicht, dass ich ziemlich unsympathisch rüberkomme, aber der war nervig. Also der hat immer gefragt und gefragt und ja. Wenn man Nein sagt, ist es halt Nein, ne? Ich hab's direkt wieder. Oh je. Hiriko macht ja wahrscheinlich. Denise liebt mich. Ja, ich habe mich alle lieb. Ich habe auch so vermisst. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Obwohl ich ja irgendwie dann aktiv am Chat mit euch dann, aber das ist nicht das Gleiche, Leute. Das ist echt nicht das Gleiche. Ramalam, ding dong, Ramalam, ding ding dong, na 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 na. Ich weiß nicht, wie mir das Ding reinkommt, aber ich sing alles. Es steht in meiner Beschreibung unten. Bekommt Kopfhörer und ihr werdet sie zu hören kriegen. Obwohl ich irgendwie einen Scheiß geschrieben habe, so voll viele Rechtschreibfehler im Ding. Max Rimmelimmel, Ding Dong, Rimmelimmel. Ja, kennt ihr dieses Lied? You touch my tralala, my Ding Dong Dong. Oh mein Gott, muss das sein. Kennt ihr dieses Lied? You touch my tralala, my Ding Dong Dong. Alter, wer kommt auf diese Scheiße? Und ich bin so blöd und sing das. I have to get back to Ben. Geil. Ich komme jetzt nicht durch. I love a girl named Ramalama Ding Dong. Sie fein zu mir. Dies brauche ich hier Bilder wie. Ja, irgendwie schon. Kannst du mir bitte noch ein bisschen mehr Dosis rüberschicken? Ich glaube, es war zu wenig, was du mir geschickt hast. Ramalama Ding Dong. Ramalama. Oh, Jens, ich kann das nicht öffnen. Ich öffne, es ist mir Wurst. Wow, eine schwarze Seite. Wow.
Scheiße, ich bin ja da. Ich muss diese scheiß Sequenz noch mal hören. Bam, 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 bam. Will ich nichts abtreiben? Warum abtreiben? Ein Zettelchen gibt er mir. Wie süß. Er treibt ab jetzt, ja. Also er hat sich anders entschieden. Ich habe früh. Welche Dosis brauchst du denn? Ich glaube eine der höchsten, bitte. Wegen den Pillen. Ach so. Ich als Mutter jetzt, stellt euch das jetzt mal vor, Leute. Er macht jetzt Schultergeburt. Ohne Kassierschnitt. Kaiserschnitt, Kassierschnitt, ein Kassierschnitt. Also, scheiße. Ich hab's falsch gelesen. Da. Ja, voll interessant. Hey, Wesker, was hast du da schon wieder getrieben, hä? Nein. Und da William Birkin, ja, super. Muss ich verarschen, hier kommt falsch. Der ist jetzt selber falsch. Gleich wie holen, mir trinken, hoffentlich sterbe ich auf dem Weg mit Geister. Ach, du hast falsch geschrieben. Bekommst, okay, was, probieren wir das mal. Vielleicht brauche ich dann nicht dich größere. I'm on my way. Ding dong. Welcome back. Bist du weg gewesen? So, darf ich jetzt hier rein? Oder muss ich wieder zu Ben? Ben ist tot. Ben hat sich gedacht, ja, ich krieg halt mal ein Kind nebenbei. Durch die ganze. Achso. Ich wollte gerade sagen, du warst jetzt aber schnell weg. Wenn du jetzt echt was geholt hast, warst du jetzt schnell. Also, Respekt. Sie hatte Durst. Au, oh, fuck. Oh, ich bin wieder ungelenkig. Ich war gestern übrigens nicht Sport, nur dass ihr das wisst. Nur mal so nebenbei gesagt. Trinken. Nee, René, die hat sich was zu trinken geholt. Ja. Aber wisst ihr, welchen Tick ich habe? Wenn ich telefoniere, ich kann nicht sitzen. Ich muss immer gehen. Ganze Zeit, immer rund um rund. Ich weiß nicht, den Tick habe ich einfach. Oh mein Gott, ist das eine Zwischensequenz? Oh mein Gott, hier ist der. Oh nein, den überlege ich nicht mehr da. Leute, das überlebe ich nicht. Jupp. Gute Nacht, Jens. Vielleicht treffen wir uns morgen. Wenn ich das schaffe, dann ja. Wenn ich schaffe, früh aufzustehen, aber vielleicht werde ich aufnehmen da. Geil, ich habe nicht mal eine Muni. Mir geht's auch so. Ja, echt. Ja, Jens, du warst tapfer dabei, echt. Oh, ich habe hier Muni. Muni. Ja, Shotgun habe ich aber keine. Ich möchte nur dieses Pferdchen da reinstecken. Okay, das kann irgendwie schwul. Meine Nase. Meine Nose. Ich weiß nicht. Ich hab den Dick nicht, weil mit mir nie jemand mehr telefoniert. Jetzt kommt der nächste mit. Oh mein Gott, ein Baby! Guckt mal hier rein! Oh mein! Wie süß! Ist das ein Dino? Fuck, diese scheiß Kinder sind da. Ja, Bubbele.
Ja, und das könnt ihr euch vorstellen, wenn die Bianca mich anruft. Nase weniger guckst. Ja, zieh den scheiß Heuschnupfen. Scheiße, Leute, ich habe keine Muni. Oh, da pickt am Arsch der Schwein. Was ist das für ein Schlaumeier? Jetzt sterbe ich. Wie lange streame ich? Ich werde nicht zu lang streamen. Also, ja, ich muss irgendwie jetzt Muni finden. Und dann versuche ich vielleicht diese Kerlchen da zu töten. Weil ich möchte das vielleicht noch schaffen. Sagen wir so, bis halb drei werde ich streamen, ja? Ab drei. Kakari. Das war falsch. Ich brauche Muni und ich brauche Leben. Aber ich habe das mal gefunden. Habe ich das da schon verbraucht? Das war bei den Hunden, ja, gut. Kari Safari. Warum man dieser Sumsat eingefügt hat, das weiß ich auch nicht. Das hat eigentlich gar keinen Sinn dahinter. Dieses Sumsat. Ja, ich brauche irgendwo Leben, ich brauche irgendwo Muni. Gibt es das irgendwo? Ist das Resident Evil irgendwo so nett und gib mir mal was? Oder ist Resident Evil auch schon und sagt, tja, da musst du doch selber drauf kommen. Spreedelove. Wie kriegt ihr diese Männchen hin, Leute? Die sind so geile. Die Betty macht auch die ganze solche Männchen da. Sumsa. Oder weiß jemand, wo ich, naja, dieses herkriege? Sumsa badelt bei Leute bei uns. Punkt, Punkt, Punkt. Echt jetzt? Wirklich? Okay, Gonzo, vielen Dank fürs Reinschauen und gute Nacht. Schlaf gut. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Ey, nee, jetzt kann ich schon wieder die ganzen Zombies. Kannst ja copypasten. Jetzt. Ja, genau, diese Männchen, die sind so geil, die sind so süß. Schau, dieses andere, das was so. Macht, das ist so geil. Der Geist ist auch von Hiroko so geil. So geil, ey. Habt richtig nice, ey. Dance, dance, dance in the hole. Die Betty kann das eben gut, die kann das echt, die hat echt viele. Nein, ich sehe das ja die ganz normalen Zeichen, was es einfach gibt. Westgekommen mit Smiley. Das kann ich auch. Das ist einfach so von allen. Nee, ich gehe schon wieder falsch, ne? Uiuiui. Ja, jetzt schon müde. Aufnehmen wollte ich eigentlich auch noch. Ich werde heute baden gehen. Ich werde heute gar nicht trainieren gehen. Ne? Ich werde jetzt so richtig kalt baden. Oder regnet es vielleicht noch? Also nicht, dass ihr meint, ich gehe jetzt in Regen baden. Ne? Ich meine. Lad dir Goku Board 2015 und dann hast du viele. Flausch ist müde. Ja, schon ein bisschen schon, ja. War doch ein anstrengender Tag irgendwie. Also ich war schon um 8 auf, bin aufgestanden, habe ich eins der Folgen aufgenommen. Dann, ja. Ich kann sogar nicht so lange schlafen, ich weiß auch nicht warum. Also ich hoffe nicht, dass was ich jetzt meine heißt, das wird die. Es sieht schon mal so nach dem aus, aber ich werde schon wieder zu Ding denken. In die andere Richtung. Die zwei battlen gerade mit ihren Smileys. Oh ja, aber das sieht man jetzt genau, Betty. Ist aber geil, dass man mit den Scheißes auch machen kann. Hey, lach ich mich fett.
Marc war ich schon da. Ja, das mir ja schon früh so eine SMS geschrieben, ne? Du arbeitest ja echt früh, 3 Stunden, warst um 5 schon wach. Ja, ich muss Mittwoch wieder um 5 arbeiten. Bämelam, ding dong, bämelam, ding ding dong, bämelam, lam, lam. Oh, der ist auch so kneifend, tut der irgendwie. Aber es ist gar nicht schlecht, ne? Wesker, wenn man so früh arbeitet. Aber das Blöde ist, am Dienstag, müsst ihr euch das so vorstellen, boah, da fetzen wieder die Frames weg, weil sie gerade diese Champions League filmen. Ja, genau, ja. Boah, erholt sich das mal wieder? Ja. Ich muss nämlich um 5 Uhr arbeiten bis 11 Uhr und dann um 7 wiederkommen. Das ist echt krass. My friend. Ich werde das noch 2-3 Mal probieren und danach, ja. Ja, Betty? Das ist mein Favorit. Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Du musst mir was Wichtiges... Dann frag, Entschuldigung, ich habe gerade mein Mikro. Oh. Deswegen möchte ich ein anderes Mikro. Das stört ein bisschen hier. Bitter irony. Chief of Police, Co-Conspirator. Ich wollte heute mit dieser Mütze hier ein bisschen streamen. Die hatte ich dazu mal zu Fasching an. Ist voll süß, oder? Die gibt's bei uns immer zu kaufen. Schatz. Aber ich krieg's halt nicht durch diese Kopfhörer durch. Wie sieht das so? Ich hatte damals die anderen eben gehabt, diese kleinen da. Willst du mich heiraten und meine Frau werden? Heiraten möchte ich schon. Aber ich bin ja leider schon vergeben. Also nicht verheiratet, aber... Vielleicht. Heiraten möchte ich schon. Oh. Wie kawaii. Wenn wir heiraten, Carina, dann werden wir ja... Denkari. Man macht ja immer die Namen so zusammen, ne? Die Mütze will ich haben. Die ist cool, oder? Die sind cool, ne? Die gibt's bei uns. Die ist cool, ne? Die ist cool. Schultergeburt, die zweite. Betty, ich heirate dich digital. Gibt es irgendein Spiel, wo man heiraten kann, außer Sims? Sie hat Augen. Dürft ihr so... Was? Hä? Doch, in Österreich dürfen Ding heiraten. Komm. Sind wir echt so? Sind wir so asozial? Halt noch mehr. Oh, Betty. Okay, dann heirate ich dich, okay? Wir machen eine Dreierbeziehung, okay? Ich, du und Silent. Nee. Echt? Krass. Schick dir der Betty mal Blumen. Kein... Gleichgeschlechtliche Ehe. Echt jetzt? Sind wir so krass? Das wundert mich gerade voll. Also ich bin gerade voll geschockt. Deal. Okay, passt. Handschlag. Meine eigene. Echt? Also hallo? Wir sind ja Trottel hier. Ne, wartet. Das ist das scheiß Rot, aber ich hab da irgendwo in der Nähe habe ich was anderes gefunden. Warte mal, ich nehme das Rote mit. Nee, eigentlich wollte ich jetzt nicht. Ich gehe da jetzt schon, das Leib ist zum 100. Mal vorbei. Warum brechen die scheiß Schweine jetzt raus, hey? Boah. Yeah.